war zuerst sanitäre Infrastruktur. Was war das? Jedes Gebiet, bla bla bla. Ja, ja, genau. Quasi bessere Klos, bessere Abfall- und Verwertungsanlagen. Naja. Ich nehme an, auch ein Roboter kann eine Menge Dreck verursachen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt. Und das wird automatisch gebaut. Wir müssen also nichts machen. Bodenanreicherung macht einfach unsere Agrarzonen besser. Produktion wird gesteigert. Und das ist auch was Gutes, auch wenn das dem Meckler nicht so viel bringt. Unseren Nicht-Meckler in unserem Imperium ist das eine nette Sache. Person-Deflektor-Schild ist gut, das macht unsere Bodentruppen stärker. Und wir haben eine Antwort gekriegt, beziehungsweise eine Nachricht. Jetzt schauen wir mal. Oh, nee, die haben uns ihre eigene Sache geschickt. Naja, warum nicht? Das hatte ich ja sowieso. Da wir Roboter sind und damit ziemlich fremdartig, bleiben wir mal vorsichtig auf formell. Die vertrauen uns wahrscheinlich nicht, wenn wir plötzlich dankbar erscheinen, obwohl wir sie das erste Mal treffen. Jetzt lassen wir das mal. Wir können natürlich uns bei den Meckler weiter einschmeicheln und versuchen, bei ihnen zusammenzuarbeiten in Sachen Forschung. Probiere ich mal erörtern aus. Diplomatie ist immer gut, denn solange das gut geht, wird unsere Beziehung ein kleines bisschen besser, je öfter irgendwas Positives passiert. Nachrichten werden ausgetauscht und es gibt immer einen guten Schuss nach oben in Sachen aktiver Beziehung, wenn irgendwas erfolgreich abgeschlossen wird. Andererseits, wie man hier sieht, wenn nichts ausgetauscht wird oder nur gerade nicht ankommt, geht die Beziehung automatisch nach unten. Und bei den Einstellungen, die ich eingenommen habe in Sachen Diplomatie und so, ja, sagen wir mal so, unsere Maschinenfreunde, die sind so scheiße in Sachen Diplomatie, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass wir noch nicht versehentlich unseren Menschenbotschafter seziert haben. Und darum werden wir wahrscheinlich nicht lange Frieden halten können, selbst mit unseren Maschinenbrüdern, weil die werden wir mit unserem Pessimismus wahrscheinlich auch bald anätzen. Und unser Individualismus, naja, sie haben Vereinigung und so weiter, wir sind alle super vernetzt, während wir dagegen nur darauf achten, gerade so eben das Notwendigste in Sachen Vernetzung zu tun, die werden uns alle hassen. Wie sieht's denn bei unserem Militär aus? Baut mal schneller hier, baut mal schneller. Och, die sind schon am zweiten Schiff, na, das ist gut. Am besten bauen wir mal schnell einen dritten Kreuzer und anschließend wieder ein Kolonistenraumschiff, damit wir nicht hinterher fallen. Und die sitzen hier schon dran. Schnell, schnell, schnell. Wir brauchen zwei leichte Fregatten mindestens, damit wir eine leichte Einheit zur Unterstützung unserer Schwereren zusammenbauen können. Okay, dann können wir hier gleich ein Mobilisierungszentrum reinpacken. Aber ansonsten ist noch eigentlich alles in Ordnung. Und solange Frieden herrscht, kann unsere Kolonie da auch schön allein hocken. Ninsal. Wir müssen nur aufpassen, wenn es plötzlich zum Krieg kommt, dann wird das interessant mit unseren gemischten Kolonien. Das war eigentlich alles. Oh, warte. Wir haben ja inzwischen ein neues Schiff gebaut. Gut, falls jetzt plötzlich Krieg ausbricht, können wir gleich schon eine kleine Taskforce aufheben und losschicken. Tatsächlich will ich aber noch warten, bis wir mindestens noch einen weiteren Kreuzer haben. Damit die dann nicht so alleine sind. Und ja, genau. Das hatte ich ganz vergessen. Jetzt weiß ich, warum ich auf ein zweites Schiff warten wollte. Beim Taskforce aufstellen. Teilung ist leider nur ein Schiff und maximal auch nur eins. Das nächste wäre eine Schwadron. Da können wir mehr Schiffe losschicken. Das bedeutet auch mehr Feuerkraft. Problem ist natürlich, unser Begleitschiff hier ist ein Punktverteidigungsschiff. Weil das gibt's nicht. Als Taskforce-Auftrag. Wenn ich also unseren schönen Kreuzer hier reinsetze, bräuchte ich mindestens noch eine unserer leichten Angriffsfregatten oder einen weiteren Kreuzer. Dann kann ich nämlich auch noch das da reinsetzen. Und wenn ich richtig lustig bin, auch noch die Korvette hier. Und dann haben wir eine volle Schwadron mit dann vier Schiffen. Das wird dann unsere erste Flotte sein. Die müssen wir dann in Richtung Grenze schicken. Für den Fall, dass plötzlich Ärger passiert. Und dann müssen wir auch inzwischen Schiffe für unsere nächsten Flotten rausspucken. Und dann hoffen, dass wir hier draußen nicht noch mehr Feinde treffen. Weil ansonsten müssen wir hoffen, dass unsere weiteren Kolonien schnell genug wachsen. Und
sonst haben wir dann ein Problem. Ah, das ist das Interessante. Was ist auf Yaed los? Was war Yaed nochmal? Ah ja, genau. Der wurde inzwischen kolonisiert. So nebenbei. Was haben wir denn hier alles? Darlok. Ha, anbaufähig. Die sind nicht so gut, aber die brauchen Nahrung. Also schicken wir ihnen das mal. Ist wahrscheinlich auch gut, wenn sie eine eigene Regierung kriegen. Und die sind wahrscheinlich ein bisschen findlicher. Und da das so weit draußen ist, brauchen wir Militär, genau. Ah ja, Bergbau lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Also mal lieber Industrie und Forschung hinsetzen. Hier noch mehr Forschung. Und Industrie. Industrie sind auf großen Planeten immer eine tolle Sache. Das müsste eigentlich ausreichen. Und hier hauen wir hier noch eine Forschung rein. Und anbaufähig. Nee, Bergbau brauchen wir wahrscheinlich dringend, ne? Aber Landwirtschaft, genau. Ein bisschen was von allem, damit das nicht so ganz abhängig wird von unseren Lieferungen. Kräftig geforscht werden kann ja auch. Kräftig gebaut später. Das ist eigentlich alles. Der Rest dauert seine Zeit. Bodenbatterien, das ist eigentlich am wichtigsten. Gefolgt von ein bisschen größeren Schiffen. Mehr können wir jetzt hier auch nicht mehr machen. Machen dann weiter mit der nächsten Runde. Ah ja, die ersten Kämpfe da draußen irgendwo stattfinden, die im Hintergrund jetzt brechen werden. Okay, das sind doch schon mal gute Nachrichten. Unsere zukünftigen Gegner haben im 66. Zyklus des Spiels unsere Angebote akzeptiert. Und ein neues Kolonistenraumschiff ist irgendwo gelandet. Na, langsam kommt das Ganze doch in die Gänge hier. So, bevor wir uns diese Sachen angucken, schnell die Standardnachrichten, ja. Hier und da sind automatische Sachen gebaut worden. Die Liste ist jetzt schon ziemlich lang, aber die wird später richtig lang. Und wir haben eine neue Kolonie. Ein paar neue Sachen werden aufgebaut. Tiefenbergbau gibt uns mehr Mineralien. Ist alles ganz interessant, aber das ist am wichtigsten jetzt. Winzig, aber reich. Ah, Bergbau. Ah, nee, nee. Da lohnt sich's wahrscheinlich eher, wenn wir die... Ah ja, wir brauchen ja auch ein bisschen Mindestmaß an Industrie. Also muss ich hier, auch wenn es mir in der Seele wehtut, eine Regierung reinquetschen. Und die anderen drei freien Zonen werden Bergbau. Ja, das ist ein bisschen weit ab vom Schuss hier. Aber zumindest eine Vergrößerung sollte ich machen. Bodenbatterien sind auch lustig. Der Rest kann die KI machen. Zuwanderung, die können wir jetzt eigentlich abschalten. Die meisten Bewohner von diesem kleinen Planetchen sind ohnehin diese komisch. Oh, das sind tatsächlich zwei verschiedene Planeten. Ha, vor dem Moment habe ich mich so daran gewöhnt, dass die KI Sachen verpatzt, dass ich daran gar nicht gedacht habe. Aber nein, das ist einer von unseren Planeten hier. Und das wird später dann eine Pilzwelt. Naja. Kriegen wir da ja bald die nächste Kolonie. Jetzt gucken wir uns mal an, was unsere Freunde hier zu sagen haben. Erstmal, hey, was sagen unsere Brüder und Schwestern? Das ist schön. Sie haben unser Angebot angenommen und wir haben jetzt einen Handelsvertrag mit ihnen. Was sagt ihr da, Leute? Mhm. Gut, da sind damit quasi zwei Handelsverträge, die sich überschnitten haben. Jetzt lasse ich denen mal eine Runde Zeit, das zu verdauen. Ah ja, Beziehung bleibt irgendwie kalt. Zumindest ist er bei den unseren Roboterfreunden nicht noch weiter abgesoffen. Können wir schon mal gucken, ob das irgendwelche Änderungen gemacht hat? Nee, weil es ist halt noch nicht so viel los. Ausgaben ist jede Menge da. Aber noch ist halt nicht viel los in Sachen Handel. Vor allem, weil wahrscheinlich kaum einer von uns Raumhäfen gebaut hat. Und weil wir kaum gemeinsame Grenzen haben, weil so viele leere Systeme noch dazwischen liegen. Aber es wird sich später auch ändern. Dann werden wir auch teilweise Handel haben, praktisch in jeder freien Runde mit jedem Gegner, mit dem wir nicht gerade offen im Krieg stehen. Aber jetzt ist halt noch nicht viel los. Wir müssen auch darauf achten, dass hier kräftig weitergebaut wird. Hier ist noch alles voll. Und hier geht's bald los mit unserem Fregattenbau. Na dann los. Unser erstes Kampfgeschwader kann gleich aufgestellt werden mit dem Kreuzer, der jetzt fertig gebaut wird. Und damit wird unser Forschungsvertrag angenommen. Genau.
Das ist praktisch, weil das sorgt dafür, dass wir quasi unsere Forschungspunkte teilen zwischen unseren Reichen. Da sind wir vor allem bei denjenigen vom Vorteil. So, bei euch versuche ich das mal auch. Der am meisten forscht, und das versuche ja ich zu sein. Auf diese Weise kriegen die ein bisschen Hilfe von mir, werden sie gleichzeitig mir sehr viel helfen. Und in der nächsten Runde wird unser erster Verteidigungsagent fertig. Und ja, das haben wir eigentlich schon wieder genügend für zwei Videos, glaube ich, jetzt. Jetzt versuchen wir mal. Na gut, das ist gut, das ist sehr gut, das ist super gut. Und jetzt geht's hier bei meinem Hauptplaneten los. Raketenbasis schmuggle ich mal rein. Für den Fall, dass es zu einem Überraschungsangriff kommt, und das wird ohnehin ruckzuck fertig gebastelt. Gut, ja, ja, sehr gut. Hier zögere ich das nochmal raus, da das Bauen hier so lange dauert. Ah ja, bis die durchgelaufen sind. Dann bauen wir mal noch ein Verteidigungsschiff hier. Ah ja, ah gut, die Jägerfusionsbombe ist, kann erforscht werden. Wie lange dauert das? Ja, in 8 Runden. Merkt euch das, in 8 Runden können wir unseren ersten echten Träger bauen. Mit Waffen, die dann auch mal ein bisschen reinhauen können. Und mit Jägern, die ein bisschen Panzerung haben und damit nicht so zerbrechlich sind. Ab dann haben wir unsere Feinde schon praktisch automatisch verloren. Ah ja, das geht alles vorwärts schön. Hier kriegen wir auch wieder eine neue Waffe hier unten irgendwo. Den Ultraviolett-Laserstrahler. Quasi meine Übersetzung des Photonenstrahlers, weil das kam mir ein bisschen zu toll vor. Photonenstrahler. Ja, wie sich jeder Laser ist ein Photonenstrahler. Aber das kann natürlich jeder halt, wie er will. Wenn ihr das Spiel selbst mal spielt, könnt ihr natürlich reinschreiben, was ihr wollt, oder auch die normale Übersetzung oder sogar das Englische benutzen. Das ist jetzt halt quasi nur meine Vorliebe. 4 Runden oder 3 Runden? Nun nehmen wir 3 Runden. Was ist hier denn los? Rot, rot, die großen Klötze sind meistens rot. Gelb 2 ist schon mal besser. Rot 2, was haben wir hier? Grün 2 und Gelb 1. Das mache ich mal der Reihe nach. Gelb 2, Gelb 1 und Grün. 3 potenzielle Kolonien. Und alle schön weit weg von unserem Gegner, das wird keine. Ah ja, ein Outpost Task Force mal, du kleiner Planet. Das dauert jetzt eine Weile, bis wir neue Schiffe haben. Ja, zumindest wird jetzt, kann man sagen, die obersten 4 Kolonien fangen jetzt langsam an mit ihren Produktionsreihen. Während dagegen die untersten 4, oh ja, da müssen wir noch warten, da müssen wir noch warten. Okay, technologisch ist schon einiges unterwegs. Und im Prinzip stehen wir technologisch besser da, als unser Durchschnitt sagt. Weil wir bei Biologie, Ökonomie und Soziologie ja kräftig runtergefahren haben. Und alles andere mit massiv stärker hochgeht. Während die KI ja ein bisschen konservativer agiert. Wenn also hier im Verlauf steht Tech-Stufe 11, müsst ihr mal daran denken. So unsere wichtigen Tech-Stufen, wo die meisten unserer Waffen herkommen, sind ein paar Stufen höher. Hier dagegen ist das nicht der Fall. Auch wenn hier 12 steht, hängen die wahrscheinlich mit uns gleich oder vielleicht sogar ein Level zurück. Also noch keine Panik auf der Titanic. Naja, gut. Jetzt habe ich mir alles angeguckt, was anguckenswert ist, und wir gehen weiter. Und wir haben unseren neuen Agenten. Damit fühle ich mich schon ein bisschen sicherer, um unser Personal hier zu schützen. So, noch eine Stelle frei. Ah, ja. Ah. Aber unsere Roboterfreunde haben gemerkt, wie wir wirklich sind, und das gefällt ihnen irgendwie überhaupt nicht. Ja, daran muss man sich gewöhnen, wenn man seine Diplomatie auf die niedrigstmögliche Einstellung zurückgefahren hat und haufenweise zusätzliche Negativpunkte eingebaut hat. Aber anscheinend hat unser Botschafter irgendwas gesagt, was sie überhaupt nicht gerochen haben. Da müssen wir jetzt leider loslegen. Fangen wir mit einem Punktverteidigungsschiff an. Wenn unser neuer Kreuzer gebastelt wird. Ah ja, ja, ja. LAC Shark. Da bauen wir mal einen zweiten von.
Ah ja, ihr kommt auch langsam in die Gänge, nicht wahr? Aber die Raketenbasis braucht ihr hier. Aber ich muss... Hey, bleib mal hier. Aber das hilft uns jetzt irgendwie gar nichts, aber das ist dringend notwendig, weil die Schiffe ein bisschen schneller unterwegs sind, weil sie von Parians aus starten können. Und wir haben zwei neue Kolonien gekriegt. Wir können bei Zeta Größe allmählich aufhören. Ah ja, sonst klappt es natürlich immer. Us 1, Grün 1. Hm, ist genehmigt. Muss ich mir nur kurz angucken, wo das ist, damit das nicht in die Irre geht. Aber ist dieser Planet? Ah, okay. Zumindest schön weit weg von jedem Feind. Und da, ja genau, das kann ausgeschaltet werden. Und das ist jetzt Grün 1 für unsere neuen Einwohner, die Phaigurianischen Pilzköppe. Und die brauchen dringend Verteidigung hier. Das ist eigentlich schon alles, was ich machen kann. Außer Randzivilisation, ja. Das ist jetzt hier bunt gemischt. Die Meckler, wir, aus unserer Kolonie. Die Dalok, die sich hier niedergelassen haben, weil sie sie hier schön finden. Und die Phaigur, die hier eh schon leben. Gut, landwirtschaftliche Gründe. Ja, jetzt wo wir mehr und mehr lebende Viecher haben, brauchen wir das wohl. Und ihr betreibt hier schön Bergbau. Die Dalok regieren euch. Aber wir brauchen auch noch Industrie. Zweimal Industrie. Und langsam geht uns wieder der Platz aus. Aber wir müssen auch dringend Forschung betreiben, um mitzuhalten. Also ist das wieder so eine Small-Scale-Kolonie. Gut dazu geeignet ist, sich zu verteidigen. Ein bisschen Rohstoffe zu schürfen und ein paar leichte Schiffe zu bauen, und das wär's dann auch. Keine Gefahr für unsere Hauptwelten. Richtigen Powerhäuser kriegen wir erst wahrscheinlich, wenn wir genügend Technologie haben, um kräftig umzubauen. Und jetzt haben wir eigentlich genügend leichte Schiffe gebaut, allmählich in unserem Heimatsystem. Die alten, naja, zumindest die, die Geld kosten, kann ich schon mal wegschießen. Das eine Schiff kann ich da lassen, es kostet mich hier nichts. Und ich sehe hier auch gerade Aufklärer, naja, denn die heißen ja eigentlich anders. Lancer. Aber das sind hier quasi noch die letzten Sachen, die übrig geblieben sind. Aus der deutschen Übersetzung. Ein paar Sachen, die hier quasi fest drin sind jetzt. Oder so ähnlich, aber lassen wir das mal. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere erste Schwadron voll, die wir losschicken können. Und wir müssen das hier nochmal machen. Oh ja, hier ist nicht viel los. Bergbau 2,2. Das muss aber arm sein. Ultra arm, ja. Hier ist praktisch kein Mineral drin. Aber dafür haben wir noch Regierung. Und Forschung. Können wir hier mal ein bisschen mehr Industrie reinklotzen. Aber Forschung. Forschung mindestens 2, so. Und das kann schon mal ordentlich was bauen hier. Da müssen wir darauf achten, dass das ja auch gesichert wird. Und damit geht's schon mal. Hoffenweise die Industrie, die überall gebaut wurde. Jetzt können wir uns eigentlich mal gucken, was die anderen sagen. Hey, Freunde, was sagt ihr? Ah ja. Der Botschafter teilt uns auf sehr wütende Weise mit, dass sich die Beziehung zwischen unseren Reichen verbessert hat. Ach, Mensch, warum müssen die immer so seltsam sein? Stimmt das überhaupt? Ja, ja, tatsächlich, ist massiv nach oben gegangen. Und Moment. Ah ja, hier ist es massiv abgestürzt. Ah ja. Schauen wir uns die Kriegserklärung mal an. Ah, das Leben besteht nur aus Schmerzen. Ihr werdet uns später dankbar sein. Schnauze, Mann. Euch machen wir so fertig. Ihr werdet euch noch wünschen, nie zusammengeschraubt worden zu sein. Da kann man eigentlich nicht viel machen. Andererseits könnte ich es auch mal ärgern. Ich wollte was Neues schicken. Indem ich Sanktionen verhänge. Das bringt jetzt am Anfang viel, nicht wenig, da wir ja kaum Handel treiben. Aber die mögen uns eh nicht. Und hier können wir zumindest versuchen, unsere Beziehung noch weiter hochzutreiben, da die ohnehin nicht viel Militärschiffe haben.
3 kann viel bedeuten, auch 3 Kolonieschiffe. Jetzt sorgen wir mal dafür, da unser erstes loszuschicken. 2 unserer Kreuzer, leider noch keine schweren Kreuzer. Und ein Zerstörer zur Schutz bei und ein leichter Aufklärer. Dann nennen wir unsere 4 Schiffe hier mal großkotzig First Royal Fleet, die erste königliche Flotte. Die wird jetzt eine halbe Ewigkeit unterwegs sein. Und bevor ich sie mal losschicke, werden wir zu gucken, sind das die hier? Nein, das sind unsere Fastfreunde. Ah ja, genau. Das sind die Knirche, die uns so hassen. Die könnten natürlich auch von dort kommen. Dort haben sie auch Schiffe. Dort haben sie ein Schiff. Naja, machen wir erstmal. Es wird ohnehin eine halbe Ewigkeit unterwegs sein. Schicken wir es mal nach Tinnern. Erstmal hier hin. Dann ist es zumindest schon im Kampfgebiet angekommen in 12 Runden. Und dann müssen wir halt dafür sorgen, dass mehr Mobilisierungszentren gebaut werden. Sobald wir erstmal ein paar von denen haben, geht sowieso rund. Und in 6 Runden haben wir 2 Schiffchen mehr. Ja, es geht bald schneller. Unsere Industriekapazität geht ja in der Zeit auch noch immer weiter nach oben. So, 7 Runden noch bis zu euren Trägern. Also jetzt können wir eigentlich nicht mehr viel machen. Oh, neuer Knilch. Was sagst du? Mehr Industrie, weniger Steuern. Was sagen unsere Finanzen eigentlich? Unsere Ausgaben sind ein bisschen höher als unsere Einnahmen. Und das Guthaben sind 3000 AE. Und was sagt das hier? 498 ist unser Kontostand am Ende der Runde. Das ist für mich immer noch zu nah am Rand. Und da wir ohnehin viel Kosten haben jetzt... Das ist nämlich auch etwas, was einem hier nicht gesagt wird. Industrie ist zwar schön und gut, aber wenn man diese tolle Industrie dann auch ausnützt, dann muss man natürlich noch viel mehr Geld bezahlen, während man gleichzeitig weniger Geld einnimmt. Das ist eher schlecht. Wir könnten nun mal ohnehin schnell Sachen bauen, also schmeißen wir dich raus und gucken, ob wir beim nächsten Mal nicht mehr Glück hatten. Man sieht ja schon, wie schnell das im roten Bereich rückt. Und wir müssen auch dringend mehr Nahrungsmittel anbauen, bevor das hier auch in den roten Bereich fällt. Naja, das ist der Nachteil, wenn man sich schnell ausbreitet. Dann muss man auch hoffen, dass man genügend Zeug hat. Entwicklungspläne. Die stehen bereit für den Fall, dass ich mal nicht aufpasse.